Sie hat 3 Strafanzeigen gemacht gegen Kondukteure, weil die gesagt haben, wenn Sie jetzt den Attest nicht zeigen oder nicht den Zug verlassen, dann wird die Polizei holen mit Kostenfolge für Sie. Und das ist Nötigung. Und jetzt hat sie 3 Strafanzeigen eingereicht und jetzt wird die SBB nervös. Weil die SBB hat vom Bundesrat quasi den Bescheid bekommen, sie müssen das jetzt durchsetzen, Maskenpflicht in der ÖV, aber es gibt gar keine rechtliche Grundlage. Und sie haben probiert, sich durchzuschmuggeln mit so einer halbseidenen Methode. Und jetzt kommen sie eben nicht mehr weiter, weil die Sache ist, die SBB hat natürlich gegenüber den Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht. Und wenn sie die Leute nicht gut instruieren, dann macht sich am Schluss die SBB selber schuldig. Und ich weiss, dass es jetzt in den Chefetagen diskutiert wird. Bis am 26. Oktober wissen wir mehr. Weil dann wird es entweder eine Stellungnahme geben von der SBB oder eine Stellungnahme von jemand anderem geben.